Auf ein neues, bei einer neuen Folge vom Teufeltruch Talk. Heute mit der Stachelfrucht oder Togedemie von. Okay, es kommen viele Namen. Miss Doublefinger, alias Pola, alias Zala. Alter, diese Frau. Und erstmal grundsätzlich zur Stachelfrucht, meine Freunde. Sie kann an ihrem Körper Stacheln wachsen lassen und einzelne Körperregionen in etwas Stacheliges verwandeln. Beispielsweise ihre Haare, die Füße, die. Die alles. Die Oberweite. Aber ja. Genau. Und sie ist halt so kurz off topic. Die Partnerin von Mr. One in der Barockfirma ist eigentlich unter Mr. Debo und Nick Robin, also Miss Bloody Sunday, die stärkste. Und man weiß halt auch, sie kam halt irgendwann mal zur Barockfirma, hat sie auch gearbeitet. Eiskalter Killer. Dann wurden sie aber auch gefangen und besiegt und wurden dann auch wieder gerettet, genau wie im letzten Part von Miss Merry Christmas. Und ihr Traumjob, was sie auch schon hatte damals, ist einfach Bardame. Sie betreibt ja schon die Bar bei Spiders Café. Genau. Sie hat ihren Traum zum Beruf gemacht, wortwörtlich schön. Genau, diese Stachelfrucht, die gibt eben dann ihr die Möglichkeit, Stacheln aus ihrem Körper wachsen zu lassen, und diese kann sie auch wie ein Gewehr so, nicht wie abschießen, aber so nach vorne preschen lassen. Und so blieb sie halt auch im Kampf gegen Nami gelassen, weil sie einfach so gedacht hat, ach, locker flockig. Und sie wird dadurch in einen sogenannten Stachelmensch, nennt man das bei der Frucht. Genau. Und das erinnert auf jeden Fall sehr an Sonic, aber wir kommen jetzt mal zu den Attacken. Ja. Einmal die erste Attacke, das Togetoge Doping oder Doping Booster, das macht ihre Finger zu Stacheln und steckt die sich in der Oberarme und kriegt ja zu sehr große Muskeln, das soll wahrscheinlich so ein bisschen an Akupunktur anlegen, damit dopt sie sich halt einfach richtig. Und wird stärker mit Muskelkraft. Richtig krass. Die zweite Attacke ist der Double Stinger. Dabei macht sie ihre Hände jeweils zu einem großen Stachel, so wie Bibor so ein bisschen. Na, wie Bibor, Bibor, mega Bibor. Und sticht damit dann halt nach dem Gegner. Gibt's auch nicht mehr so viel sonst zu sagen zu dieser Attacke. Dann der Stinger Finger. Da macht sie einfach jeden einzelnen Finger zu einem Stachel. Das hat sie auch bei der Akupunktur da benutzt, bei Togetoge Doping. Hat damit halt in den Arm rein. Ja, das tut bestimmt übel weh. Die Attacke hat sie einfach zweimal gegen Nami angewendet. Und die letzte Attacke, die ich nennen werde, ist der Hair Stinger. Dabei lässt sie einfach ihre Haare so zu Stacheln werden. Womit sie dann ihren Gegner aufspießt, da rennt sie zum Beispiel mit dem Kopf so auf den Gegner zu. Ihr seht schon, sehr kreativ, alles wird in Stacheln einfach verwandelt. Ist halt so, viel mehr kann sie halt auch nicht. Nami hat sie halt auch als Stachelkissen bezeichnet. Ja, ich finde halt diese Doping-Booster schon sehr kreativ, das so zu verwenden, um sich dann das zu stärken. Ja. Und das war diese, nach der Attacke, hat sie dann nämlich auch noch eine andere Attacke angewandt, die gleich kommt. Aber als erstes kommen wir zu Siung. Siung. Stinger. Beziehungsweise Stinger. Und hierbei lässt sie aus ihren Füßen bzw. den Schuhen Stacheln rauskommen und dann läuft sie so auf Stelzen sozusagen auf sie zu und versucht sie zu treten. So ein bisschen wie bei Mr. Tubo, ja, so auf die Gegner zu, also auf Vivi und Karu hinterher gedackelt ist und immer so zugetreten hat. Sie läuft halt auch genauso behindert eigentlich fast. Oh ja, die. Der ihr Gang ist richtig nervig. Im Model, der soll wirklich so aussehen. So, die nächste Attacke heißt Stinger Hedgehog. Und hier formiert sie sich zu einer Kugel und lässt eine Stachel aus dem gesamten Körper wachsen. Und so kann sie sich auch als so komischen Ball fortbewegen, als so Sonic. Und die Attacke nennt man halt auch Stinger Ball. Und weil ihr es nicht wisst, Hedgehog heißt halt auch auf Deutsch Igel. Dann haben wir eine Attacke, die setzt sie dann ein, nachdem sie eben das Doping Booster eingesetzt hat und stärkere Arme hat. Das ist oder die Stinger Flail, beziehungsweise die Stinger Keule.
Und wie gesagt, erst das Doping und dadurch bekommt sie Muskeln und diese spannt sie dann an und ihre Unterarme bilden dann Stacheln. Und die werden dann zu einer stachelbesetzten Keule. Und damit kann sie den Gegner richtig doll einheizen. Und damit konnte sie auch eine dicke Säule aus Beton oder was auch immer das ist, richtig hart ohne Probleme zertrümmern. Dann haben wir die letzte Attacke, das ist der Stinger Step. Und bei dem Stinger Step lässt sie wieder statt einem Stachel diesmal viele große Stacheln unter den Füßen wachsen. Und so will sie den Gegner einfach niedertreten. Aber Nami konnte diese Attacke ausweichen. Ich muss dazu sagen, alle diese Attacken hier hat sie gegen Nami angewandt. Ja, die hatten ja einen ziemlich erbitterlichen Kampf, wo Nami jetzt erstmal mit ihrem Klimataktstock versucht hat, zurechtzukommen. Ja, das war erst so richtig, es war alles so, was machst du denn? Und dann so, oh, das kann ja doch viel. Aber ich fand nur Köpfchen einsetzen. Das zählt halt nicht immer, die physische Stärke. Genau, jetzt kommen wir mal zum Erwachen. Was bei der Frucht Erwachen angeht, weiß nicht, was willst du noch mehr machen? Noch mehr Stachel, dein ganzer Körper besteht aus Stachel. Du bist ein einziger Stachel. Oder bist ein Stachelschwein. Das ist halt auch wieder schweres. Vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern man vielleicht die Härte, obwohl sie ja mit der Härte selber kein Problem hatte. Ich frag mich, aus was die Stacheln auch sind, weil wenn ich jetzt ein Haar zu Stachel mache, dass der Stachel ja trotzdem irgendwie hart, obwohl es mein Haar ist. Das verstehe ich nicht. Und die Finger auch. Das wird dann ja irgendwie zu einem anderen Material. Aber dass sie halt, wenn du jetzt so als Mensch da stehst, dass du einfach überall Stacheln bekommst. Das ist genau wie mein Mr. One, der noch kommt, dass der halt überall eine Klinge ist, aber dass sie halt überall Stacheln hat. Überall. Selbst an deinen Augen. Boah, könntest du ja. Aber ich weiß es nicht, weil das ist, ich finde es schwierig, hier das Erwachen, weil. Ja. Mehr als Stachel geht nicht. Das heißt, der Stachel braucht. Du kannst ja nicht viel mehr, du bist begrenzt. Ich würde sagen, lohnt sich hier nicht irgendwie noch was zu denken. Vielleicht habt ihr ja hier noch Einfälle, was man da machen könnte. Und sagt so, boah, doch, wenn man machen könnte, man bestimmt das und das. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Die sind immer gerne gesehen. Oh ja, das wäre schön. So, dann würde ich sagen, wir kommen ohne Umschweife zu unserer altbekannten Frage, Frucht oder Schwimmen. Ich würde sagen, bei One Piece, oh Gott, es ist schwierig. Aber in One Piece würde ich es eher haben wollen als im echten Leben, weil im echten Leben, was willst du mit Stacheln? Bei One Piece kannst du dich noch wehren dann vielleicht und dann gute Angriffe haben, aber im echten Leben. Junge, du brauchst keine Häkel- oder Stricknadeln oder so mal mitnehmen. Ja, supi. für Leute, die das gerne machen. Aber das ist doch. Nee, also im echten Leben, nein. Bei One Piece würde ich sagen, ja. Aber auch nur so ein halber Daumen hoch. Ich würde dasselbe sagen, nur andersrum, glaube ich. Weiß warum? Ja, im echten Leben ist halt wirklich schwer, was zu finden, aber in One Piece. Wohl doch, ich glaube, bei beiden so ein halbes Jahr. Solange du jetzt. Ja, doch. Doch, bei beiden ein halbes Jahr so. 5 Punkte echt? Bei beiden, würde ich sagen. Das ist schon mal Bewertung, halt, stopp. Nee, nicht halt, stopp. Halt, stopp, so schnell nicht, mein Freund. Warum willst du die denn im echten Leben haben? Wie kannst du die denn nutzen? Ach, da fällt. Wenn du da Gedanken drüber machst, bestimmt. Mir wäre spontan zum Beispiel Stricken einfallen. Das ist jetzt nichts Gutes, aber. Da gibt's auf jeden Fall Sachen. Applaus. Ja, aber ich finde das also so nicht so nützlich. Also. Die letzten Kräfte, da konnte man wenigstens irgendwie was machen mit. Aber hier. Kannst du einen Menschen wehtun. Toll, kommst du ins Gefängnis. Aber okay, kommen wir mal zur Bewertung. Du hast schon gesagt, für beides 5. Ich würde sagen, da man damit eigentlich recht gut kämpfen kann in One Piece, würde ich für das One Piece-Universum einfach mal sagen 6. Aber im echten Leben aller nein. Einfach nein, du kriegst für mich 1,5 Punkte. Mehr nicht. Also das ist wirklich so, was soll ich denn damit machen? Ich roll mit dem so komischen Kugelball, Stachelball über die durch die Gegend, oder was? Über die Gegend, genau. Okay, du kannst vielleicht noch was Bodybuilder mitmachen, dann wenn du Doping-Booster machst, aber mein Gott. Weiß auch nicht, ob das lange das hält. Das Doping, das könnte man doch teilweise öfters gebrauchen. Ja, trotzdem, aber es ist nichts für mich und ich rede ja immer von mir, von deswegen. Nee. Mhm. Trotzdem 1,5 Punkte, das ist bis jetzt, glaube ich, eine der Früchte, die wenigsten Punkte von mir bekommen hat, kann das sein? Chopper, glaube ich, weniger. Kann sein. Aber wie gesagt, im echten Leben, nein. One Piece, eher ja.
Boah, ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Vielleicht fällt euch noch Sachen ein. Ihr könnt auch mal eure Bewertungen in die Kommentare schreiben, würde uns auch interessieren. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich schalte doch beim nächsten Mal, wo es um Mr. One geht, wieder ein. Und ich würde sagen, war eigentlich wieder schön. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.